und so nehme einen tiefen Atemzug der Liebe und spüre, wie dieser Atemzug in dich hineinfließt, durch dich hindurchfließt und die Liebe sich in dir ausbreitet. Und dann nehme noch einen Atemzug, ganz bewusst einen Atemzug voller Liebe und lasse diese Energie durch dich hindurchfließen. Es ist die reine Liebe aus Gottes Gedankenfeld, welche durch dich hindurchfließt, dich trägt und dich ausdehnt. Und so spürst du, wie du langsam ruhig wirst, wie dein Körper sich entspannt und du dich tragen lässt, wie dein Vertrauen sich stärkt und du bereit bist, mit mir zusammen eine wunderschöne Lichtarbeit zu machen. Und so rufe ich die Kugel der Reinigung aus dem Smarana, Feld der Liebe, und ich sende dir diese Kugel der Reinigung. Sie wird nun einen jeden einzelnen von euch durch jede Auraschicht, durch jedes Chakra hindurch eine Reinigung vollziehen. Nehme dir nun ein wenig Zeit, denn die Energien fließen bereits in dir. Sie fließen in deinem System und eine große Reinigung geschieht. Sie fließen bereits durch dein System und eine wundervolle, großartige Reinigung geschieht für dich. Lass es so geschehen, wie es geschieht. Denn es geschieht zu deinem allerhöchsten Wohle. Belastende Energien fließen ab. Alles, was du mit dir herumgetragen hast und was nicht zu dir gehört, wird transformiert in Licht und Liebe. Vielleicht spürst du, wie deine Schultern frei werden, wie dein Kopf klar wird und deine Wirbelsäule sich aufrichtet. Gebe dich der großen Reinigung hin. Sie geschieht voller Liebe und voller Kraft. Die Energien fließen durch dich hindurch. Sie dehnen dich aus und lassen dich spüren, deine göttliche Flamme, sie lassen dich spüren, die Kraft, die du trägst. Und nun bist du bereit für die große Lichtarbeit, welche wir zusammen tun werden.
Ich bitte dich nun, dir mit deinem dritten Auge Mutter Erde vorzustellen. Stelle dir unseren wunderschönen blauen Planeten vor, in seiner Schönheit, in seiner Liebe. Und nun konzentriere dich auf dein Herz, auf dein eigenes Herz, dort, wo du deine göttliche Flamme trägst. Und nun lege den Fokus darauf, dass aus deiner göttlichen Flamme ein Lichtstrahl der Liebe sich bildet. Und dann sende deinen Lichtstrahl der Liebe zu Mutter Erde. Ich gebe auf jeden einzelnen Lichtstrahl der Liebe von euch die Kraft der Reinigung hinzu. Und so beginnt ihr, mit dem Strahl um die Erde herum zu kreisen. Lege den Fokus darauf, das Gitternetz der Liebe mit deinem Lichtstrahl zu berühren. Und an der Stelle, wo dein Lichtstrahl das Gitternetz berührt, fließt die Kraft der Liebe und die Kraft der Reinigung ein. Du kannst auch deinen Lichtstrahl an mehreren Stellen platzieren. Folge einfach deinen Gefühlen und deinen Impulsen, denn sie sind geführt von der geistigen Welt und von deiner Seele. So lasse ich dir jetzt wieder ein wenig Zeit, damit du mit uns allen zusammen zum allerhöchsten Wohle wirken kannst. Vielleicht ist es dir gestattet, zu sehen, wie das Gitternetz zu leuchten beginnt, wie das Gitternetz das Licht aus deiner Seele leuchten lässt. Aber auch wenn du es nicht erkennst, ist es möglich, dass du es fühlst. Und je tiefer deine Absicht ist, umso effektiver ist dein Wirken. Und nun kreise mit deinem Strahl des Lichtes neunmal um die Erde. Tu es in der Richtung, welche sich für dich gut anfühlt. Möglicherweise tust du dies auch in verschiedenen Richtungen. Alles ist richtig und gut.
und so webt sich aus allen Strahlen, die heute hier und jetzt gesendet werden, ein sanfter Schimmer des Lichtes der Liebe im Gitternetz der Erde ein. Die Reinigung ist vollendet und dein Wirken, war wunderbar. So ziehe nun deinen Strahl des Lichtes wieder zurück in dein Herz. Bedanke dich bei deiner Seele dafür, dass du heute im Hier und Jetzt im Kreise so vieler Lichtarbeiter energetisch wirken durftest. Und so bedanke dich auch bei Mutter Erde, dass du für sie wirken durftest. Und dann komme in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder im Hier und Jetzt an. Komme in deine Räumlichkeiten zurück, bewege Hände und Füße und sei wieder ganz fest hier.